So. Okay, ich wollte eigentlich probieren, was der Teleporter da macht. Du öffnest da. Und das habe ich mittlerweile begriffen. Du öffnest nichts. Du öffnest da hinten was. Da ist ein Wisp-Schiff drauf. Okay, das sollte ich mir merken. Das war falsch. Hey, war der Teleporter da schon immer da? Nein, der macht nur den Anfang auf. Also der bringt mich nur wieder an den Anfang zurück. Das macht den Porter aus. Kann ich den auch wieder anmachen? Ja, kann ich, aber ich kann auch runterfallen. Au. Das war wieder zu schnell. Was auch immer das jetzt gerade von mir war. Also ja, den kann ich öffnen. Ich glaube, ich habe da so eine dumme Idee. Der bringt mich auch wieder an den Anfang, okay. TP Begin. Das hier ist jetzt wieder mal ein schönes Rätsel, das muss ich ehrlich zugeben. Der macht das. So, der macht das hier, den Teleporter aus. Also überspringe ich jetzt mal diese Luke. Ups. Da war jetzt die Macht nicht mit mir. Also der macht da auf. Okay. Ja.
Special Effects können recht irritierend sein. So. Das ist auch blöd. So. Hier kann ich eigentlich fast schon nicht anders, weil auch nur die beiden offen sind. Ups. Kein Problem, warte ich auf das nächste. Weil da ist auf jeden Fall was Wertvolles. Ah. Abwärts. Da waren die Wände zu schnell. Waren die Wände zu interessant. Das wäre nämlich auch noch so eine Sache. Gibt es an den Wänden geheime Stellen? So, ich kann auf der Platte jetzt zwei Zyklen abwarten, weil dann dürfte der Teleporter wieder stimmen. Weil jetzt, wenn er ankommt, ist er im Weg. Das nächste Mal, wenn er ankommt, dürfte der Teleporter nicht im Weg sein. Wenn die Ratio einigermaßen fair gesetzt ist. Nur bringt mir das absolut nichts. Das war jetzt schlecht abgepasst. Da war ich zu langsam. Au. Federfall ist wieder deaktiviert. Habe ich in der ganzen Rumteleportiererei irgendwie nicht mitgekriegt. Ich muss dahin kommen und mit einem Wrist-Shift arbeiten. Okay. Das hätte ich jetzt langsam kapiert. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Einigermaßen jedenfalls. Ja, genau, runterfallen, weil ich porte und dann die Steuerung reagiert. Gleich nochmal, weil es so schön war. So, jetzt ist die Tür von der Ausgangsplatte runtergegangen. Damit schalte ich den Teleporter aus. Was mir jetzt so direkt nichts bringt, jedenfalls nichts Offensichtliches, außer ich schalte damit mehrere aus. So, damit mache ich die Tür auf. Also merke. TP Secret. Und das hier ist wieder TP Begin. So, das
wäre damit auch geklärt. Und ja, wieder die falsche Rotation. Okay. Ich weiß von 4 Druckplatten, was sie machen. Fehlen nur noch die anderen 4. Du schaltest zum Beispiel den Teleporter aus. Was meiner Meinung nach fast keinen Sinn hat. Da war ich wieder zu gierig. Da kann ich warten. Da muss ich die nächste Mutation abwarten. So, nämlich. So. Jetzt nehme ich die nächste. Nein, ich fahre lieber runter, weil ich zu hastig bin. The hell. Also ja, das Ding hier, das zieht wirklich wieder auf die Gier ab, auf niederste menschliche Emotionen. Dass man einfach nur schnell durchkommen will und dann puff runterfallen, puff runterfallen. Zum Glück habe ich Federfall, sonst wäre ich schon längst tot. Oder richtig angekekst. Ich frage mich gerade. So. Da Sachen drauflegen kann man nicht. Das war ziemlich richtig, was ich gerade gemacht habe. Dass ich hier nämlich nicht rein bin. Weil da hätte ich da drüben zugemacht. Blöder Teleporter. Ich mache das irgendwie wieder zu sehr mit Try and Error als mit Nachdenken.